Und ich bin dann erst 49, halt mir erweichen lassen, ich bin dann hergekommen. Ich habe dann, wie gesagt, bei der Bahn angefangen, bei der Bahnmeisterei als Bauarbeiter erstmal. Wenn man sagen, die Personalknappheit war ja da, nicht? Es fehlten also Fachkräfte. Und dadurch ist es mir auch gelungen, dann auf dem Bahnhof anzufangen. Da habe ich eine Woche Einweisung gemacht, so am Arbeitsplatz mitgelaufen und so, nicht? Und bin dann schon nach 5 oder wie viele Tagen da als Zugabfährt ja schon eingesetzt worden. Meine erste Schicht war eine Nachtschicht. Am Tage sind wir zu Fuß nach Langsau gegangen, haben eine Zicke geholt, die geschlachtet war zum Essen. Und nachts bin ich, da muss man sich mal vorstellen, hier 30 Kilometer zu Fuß und dann abends Nachtschicht, bin ich natürlich eingeschlafen. W 58 roku. No. I poszedłem jako sztukista. No. Jako sztukista pracowałem. Fajnie było, nas dużo było. Szanowali mnie się wszyscy. Tak. Pilnowali mi kolei. Nie? Kiedyś na kolei ten Fridero Castro, to pomarańcza przysyłał, cytrynki. No i szło ze Szczecina, statek przypłynął, rozładowali. Na Boże Narodzenie. Na Boże Narodzenie. No i ten pociąg jechał ze Szczecina przez Kostrzyn, gdzieś tam do Wrocławia, czy gdzieś tam. No i jak ktoś jakieś drzwi uchylił pomarańcze, to kredli, nie? Myśmy pilnowali tego. W 74 bin ich dann nach Kiez rausgekommen, im ersten Lehrjahr oder nach dem ersten Lehrjahr nach Kiez, zum zweiten Lehrjahr. Praktisch arbeiten und dann Theorie. Als Signalmechaniker, als Elektrosignalmechaniker hieß es früher richtig. So haben wir mal angefangen zu lernen. Ich bin mit 18 Jahren eingestellt worden hier nach der machen Abitur und habe mir im Laufe der Zeit die polnische Sprache gut angenommen. Ich habe auf der polnischen Seite 26 Jahre gearbeitet als Dolmetscher. Haben Sie noch Erinnerungen an den allerersten Tag, an dem Sie da rüber sind? Nach ja, war komisch. Ja. War ganz komisch. Erstmal schon dieser Geruch von der Eisenbahn, ist ja so ein typischer Geruch. Und da mussten wir auch zwischen den Gleisen, da wurden immer an die Waggons solche Zettel angeklebt für Verkehre nach Westdeutschland oder westliches Ausland und hier nach zur DDR waren dann immer rote für die DDR und weiße waren dann eben fürs Ausland. Und die mussten wir immer an die Wagen anbringen, dass sie gleich beim Rangieren wussten halt, die müssen dahin und die müssen dahin. Und da war mir das schon komisch in der Nacht da zwischen den Gleisen und war ja auch ein großer Bahnhof, Kostrzyn ist ja ein großer Bahnhof, war mir schon unheimlich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Und der Geruch, den rieche ich heute noch. Nach altem Öl und weiß ich, was alles Mögliche, was in dem Waggon so ist. Ja. Ja, aber war sehr interessant. Taka umowa graniczna była, że nasi z Rzepina jeździli do Frankfurtu po tamtej stronie, natomiast Kostrzyn i Gumieńce to przyjeżdżali koledzy z Niemiec do Polski. I ta stacja była po polskiej stronie wspólna. Dla komunikacji Niemcy, Związek Radziecki. To był najwięcej przesyłek przez Kostrzyn. Przyjeżdżał pociąg służbowy tutaj rano z ludźmi, kontrola paszportowa i po kontroli wysiadali wszyscy i szli na posterunki pracy. My tam, gdzie ta nastawnia Stelberg tam jest, to co widziałem tą białą nastawnię, dużą, tam obok byli rewidenci, punkt zdrowotny, urząd celny, tam jeszcze była straż graniczna, im jest Grenzschutz tak zwany. Razem też pracował po tamtej stronie, z naszym Grenzschutzem. Pozostali ludzie pracowali po prawej stronie, przez ulicę taką. I tam były biura, punkt zawsze odbiorczy, urząd celny, sprawy graniczne, Toitrans, Hartwig. To był duży budynek. Pracowali wspólnie, mieli pomieszczenia z jednej strony budynku, koledzy niemieccy, a nasi mieli na parterze z drugiej strony. Urząd celny po środku. Fünf Personen, die immer rübergefahren wurden mit so einem kleinen Dienstpendel. Da war ein Wagenmeister, der die Züge untersucht hat. Dann war einer von der Wagengrenzstelle, der hat die Züge aufgeschrieben, was alles zu den Polen übergeben werden muss. Dann wurden so eine Listen gefertigt mit Wagennummer, Gewicht und. Dann waren zwei Zollanmelder und ein Dolmetscher. Und den Dolmetscher hatten die Pflicht, die mussten die
Frachtpapiere, die von der SU kamen, von Russische in Deutsche übersetzen. Ja, und dann nachher 1974 sind sie alle rübergekommen. Da kamen die Deutrans rüber, das war ja die Spedition in der DDR. Dann war ein Kohlekontor, die sind rübergekommen. Dann war der Zoll, die Passkontrolle, die kamen dann alle rüber auf die polnische Seite. Das war ja sowieso ein Grenzgemeinschaftsbahnhof, da war dann aber ein richtiger Gemeinschaftsbahnhof. Da haben wir dann mit den polnischen Kollegen zusammengearbeitet, richtig. Der Zoll und auch die Polizei und alle, die dazu gehörten. In der Zeit, wo der anfing mit dem Gemeinschaftsbahnhof, da sind ungefähr in jeder Schicht 20 Personen rübergefahren immer. Von Kiez nach Koschin kam man nur über die Eisenbahnbrücke. Entweder zu Fuß oder mit der Lok mitgefahren. Mit der Rangierlok, die Güterzüge rübergebracht haben, ununterbrochen von Kiez nach Polen. Oder man ist gelaufen rüber. Man musste sich aber vorher telefonisch anmelden. Und wenn die Bestätigung kam, dann durfte man dann loslaufen. Aber hier müssen Sie sich vorstellen, dass der ganze Bahnhof, bis wo die Bäume da anfangen, das war alles voller Gleise, ein Gleis am anderen. Es war ja ein großer Grenzbahnhof. Und hier auf dem Kiezer Bahnhof, da haben ungefähr, kann ich nicht genau sagen, aber 350, 370 Leute waren wohl hier beschäftigt. Waren ganz viele Rangierer, die Züge zusammengestellt haben. Dann war der Wagendienst, dann war die Güterabfertigung, da waren überall immer 2-3 Personen drin. Dann war ein Zugabfertiger, da wurde dann die Zettel rangeklebt, wo der Wagen hingehen muss, wurde alles aufgeschrieben. Dann haben daraufhin die Rangierer diese Züge zusammengestellt. War so richtiger Verschiebebahnhof war ja bei uns nicht, war bloß klein und die haben dann die Züge zusammengestellt für die großen Rummelsburg und die großen. Ja, in dem Bahnhofsgebäude selbst war der Wagen der Aufsichter, dann war der Parteisekretär und die Kantine und der Bahnhofschef saß hier in dem Hauptgebäude und hier rechts das Gebäude, wo Sie dieses komische Dach sehen, da war die Güterabfertigung, da saß der Zoll drin, da saß die Passkontrolle, dann war das Kohlekontor und die Deutrans, die saßen alle hier vorne. Da war der Güterboden und da wurden auch Stückgut verladen. Haben auch viele Stückgüter doch gehabt, die wurden dann per LKW rangefahren und dann verladen in den Güterwagen. Tu przyszły Chemikalia, Drobnica, Skandawa, Chemikalia w wagonach krytych, w cysternach. Dużo szło węgla, masówki takie duże od nas. Jak do Niemiec w latach 70. dużo szło przetworów do Berlina Zachodniego. Ziemniaki, tu przerabiało się ziemniaki, sortowało. Standard kontrole były te standaryzacyjne, kwarantanny i tak dalej i to wysyłało się, wagonami szły do Berlina. Maszyny rolnicze szły też do Rosji bardzo dużo tutaj stąd. Wagony osobowe, nowe, dużo drewna szło, ten tarczica tak zwana. Dann hatten wir immer ein Kontingent, pro Tag durften so und so viele Tonnen übergeben werden. Ja. Weil die das an der russischen Grenze dann nicht geschafft haben, weil die ja eine andere Spurweite haben. Und dann wurde uns immer gesagt, so und so viel pro Tag mussten wir übergeben. Und wer da hat was gefehlt, dann war aber auch dann Polen offen. Landmaschinen wurden doch mal rübergefahren nach SU. Denn wir wurden ja Mähdrescher rübergefahren. Hier diese Neubauzüge von Halle und von Dessau, diese ganz Weitstreckenpersonenwagen, diese, ich glaube, die fahren heute noch in Russland. Die wurden hier gefahren ganz viel. Kesselwagen wurden viel gefahren. Also wir haben alles bunte Mischung gehabt. Dyżurny z zastawi w Niemczech zgłaszał do naszego plan pociągu i do Straży Granicznej. Straż Graniczna wychodziła na wieżyczkę i dwóch, trzech, nasi i wasi, jak on wierzą, to go obserwowali i szli do końca, sprawdzali straż. Znaczy, nasza i wasz Grenzschutz, po nich szedł urząd celny sprawdzać. Dopiero potem szedł nasz pracownik z waszym. Dokumenty, jak jechał, jak pociąg wjeżdżał, to dokumenty mechanik rzucał, przychodził pracownik przez okno i tutaj stał człowiek, odbierał, niósł do biura i tam przerabiali. Zanim ci zdążyli obejść Straż Graniczna i Urząd Celny, to ci już te dokumenty koledzy niemieccy opracowali i już przekazywali dalej.
do naszych i nasi znowu szli i sprawdzali tam. Z wykazem, z dokumentami, jeden starszy sprawdzał dokumenty i oni po opracowaniu, po sprawdzeniu, że się wszystko zgadza, pakowali do torby i zanosili mechanikowi i Straż Graniczna sprawdziła, czy kogoś tam nie ma pod wagonem, bo zaglądali, że ktoś, różnie było, mógł ktoś wejść i się schować pod i przejechać. I jak straż sprawdziła, zgłosiła na stawie, że jest gotowy, dyżurny podawał semafor do góry, wolna droga i pociąg odjeżdżał. Normalny betrieb war immer zweigleisig. Auf einen Gleis fuhren sie hin nach Polen, auf den anderen fuhren sie zurück. Wenn jetzt gebaut wurde und nur auf einen Gleis gefahren wurde, dann musste das ja alles abgesprochen werden, die ganze Schaltung und alles. Und dann sind wir dann auch hier rüber bei den Polen und haben angekickt, wie die das machen. Wir haben gesagt, wir sind bei uns fertig, weil man konnte damals nicht telefonieren. Wenn wir auf Weiden, das letzte Stellwerk war ein Weichenwärter. Wenn der Weichenwärter, haben wir dann einen Fahrdienstleiter angerufen. Der Fahrdienstleiter hatte den polnischen Fahrdienstleiter gesagt, der polnische Fahrdienstleiter hatte seinen Weichenwärter gesagt, der Weichenwärter hatte den Signalwerker gesagt und was kam zum Schluss raus? Gar nicht mehr. To na Dzionki jeździłem rowerem. Rowerkiem, nie tylko ja. Fajnie było, panie, jak nas jechało 10 po asfaltu. Nie było tych samochodów wtedy, co teraz. Nikogo, tylko my jechaliśmy. No i nas 10 jechali, panie. Wesoło było, jeden na przecież ścigali się, którym prędzej. No. A na nocki jeździliśmy pociągiem. Już ten pociąg taki leciał z Gorzów, w Zamoście. No na zmianie nas 6 było ze zmianowym. Nie, bo jeden to były 3 zmiany. 3 zmiany były, ale to była nocka, dzionka, no i jeszcze wódę dawali kiedyś, nie? Takie były. Tak. No i się pracowało, na towarowych się pilnowało, pociągi się sprawdzało, czy blomby są z Niemiec, jak przychodziły, czy z Polski do Niemiec szły. Trzeba było sprawdzić, czy wagony blombowane, czy nie blombowane. No a jak gdzieś blomby zerwali po drodze, no to zaraz były odprawy, robili protokół. I odstawiali na rampę tam w Kościeniu i komisyjne sprawdzanie było, ile tam, bo Niemcy z nim przyjęli, jak nie było tego. To musiało być wszystko zgrane. Wymiana korżeńska taka, na stopie korżeńskiej była współpraca. No jedni pomagali drugim ewentualnie, tak mówię, towarzyskie. A ci chcieli coś kupić, to zamawiali, nie? Przywieźli stamtąd, ci przywieźli. Czy nasi coś chcieli od nas, to też mogli chodzić po mieście. Nikogo specjalnie aż tam nie śledził. Und so ging das dann immer, kam immer drauf an, was wir alles so brauchten. Wenn wir jetzt so nur so rüber gingen, um irgendwelche Material zu holen, was der Pole hatte und wir nicht. Dann haben wir dem vorher, wurde das dann abgesprochen, 2-3 Wochen vorher, was er braucht. Dann haben wir Schaltdraht mitgenommen, Isolierband, Siegeldraht. Alles so ein Scheiß. Dafür haben wir dann Blockfelder und so was geholt. Eben andere Geräte, die es bei uns nicht gab, die der Pole aber hatte. Und somit sind wir dann immer rüber, kamen immer drauf an, was wir mitgenommen hatten. Wenn wir so Trainingsanzüge oder so für den Ehen, seinen Bengel und so was bei hatten, dann sind wir meistens gelaufen. Der Nachteil war natürlich im Winter, dass du da manchmal eine Stunde an der Oderbrücke im Schnee gestanden hast. Bis der Grenzsoldat gesagt hat, du kannst jetzt weitergehen. Hast du da eine Stunde gestanden und gefroren wie so ein Tor. Myśmy zawsze co miesiąc analizowali, wspólnie się zbierali raz w jeden miesiąc u nas. Kierownictwo jeden miesiąc, drugi miesiąc po drugiej stronie i analizowali punkt po punkcie. Aha, ile wagonów przejechało, ile usterek było, ile wyłączeń. I takie rzeczy i później, aha, wyście wygrali, no więcej punktów macie lepszych, to wyście wygrali. No, dann haben wir gleich getauscht. 100 Mark, 1 Million Zloty. Einer von den Chefs, der konnte mal was Deutsch, der hat dann einen von die gesagt, wo er uns hinzubringen hat. Und dann sind wir den ganzen Tag hier so einen halben Tag durch die Stadt geschlendert. Haben wir eingekauft, Kneipe gegangen, Bier trinken. Und dann haben wir dann unsere Werkzeuge getauscht und alles. Und dann sind wir die Treppen wieder hoch, in den Zug. Und dann sind wir dann wieder zurückgefahren. Dann waren wir 3:30 wieder in Kiez zum Feierabend. Sollen Glöcken, Glocken, Sack und Rüden erklingen, die Schienen, bei Sturm und Schnee, der
Spotykaliśmy się zawsze w czerwcu na Dzień Kolejarza. Oni, delegacja z Kica przyjeżdżała do nas we wrześniu, bo był Dzień Kolejarza we wrześniu był u nas. I taka wymiana poglądów, zaraz zabawa, wesoło i tak spokojnie. Takie to były te czasy, dosyć przyjemne. Do dzisiaj, jak się spotkamy z kolegami, którzy żyją, a nieraz jeżdżę, odwiedzam do Kica, czy zawiadowca starego, czy kogoś innego, to zawsze jest mile posiedzieć, wypić kawę i porozmawiać. Wir haben 1970 aufgehört mit der Kapelle. Von 1945 an, also gleich nach dem Krieg, nicht? Aber wir haben dann 1970 etwa aufgehört, weil da die ganze Musik auch moderner wurde. Es waren 10 Brigaden und jede Brigade hat im Jahr eine Feier gemacht und einen Ausflug. Und dann sind 2 Veranstaltungen zum Tag des Eisenbahners gemacht worden, damit jeder teilnehmen konnte. Und 2 Weihnachtsfeiern auch, also so dass jeder teilnehmen konnte. Weil immer 2 Brigaden Dienst hatten und über Wochenende jetzt gesehen und 2 hatten frei. Nicht? Die Übergabe von draußen, von außen, das ist mein Kollege, der ist dann jetzt zur Stasi gegangen und der hat mich immer gewarnt. Ach so. Das war ein Deutscher. Ja, das wusste ich ja, der war ja offiziell angestellt, der war ja kein IM, der war ja richtig. Politisch się to raczej nie, jeżeli coś rozmawiali tam ze sobą po cichu, nikt tam nie wchodził poza ten, no działo się, wiadomo, pracować trzeba. Co kto myślał i tak dalej, to jest, była sprawa, nie chcieli za dużo mówić, bo wiadomo, że a nuż coś przekaże, bo wiadomo, jak nie wszyscy ludzie byli, jak to się mówi, czyści, nie? Czy z waszej strony, to właśnie też się bali rozmawiać na te tematy. Ja wiem, jak jeździliśmy na przykład na narady do was tam na drugą stronę, to też tak gdzieś w kącie tam coś zapytali. Stasi und Partei. Und die Partei war denn... Das war eigentlich noch schlimmer. Und was das Schlimmste war, war ja, dass die Kreisleitung gedrängt haben, die Mitgliederzahl zu erhöhen, also die Mitgliederwerbung. Jeder Bahnhof, jede Dienststelle hatte ja einen Soll. Und darüber muss der Bericht erstatten. Da musste nicht bloß der Parteisekretär, sondern auch der Vorsteher musste auch Bericht erstatten. Nicht? Bei der Stasi habe ich gesagt, nein. Der ist mit mir, hat er mir hinbestellt, im Kulturhaus, in den Raum, hat das Zimmer abgeschlossen, hat sich gegenüber mir hingesetzt, hat mir erst eine Viertelstunde in die Ohren geguckt. Ja, hier schwehen, angeguckt. So, ich denke, was will denn der? Aber ich wusste, worum es geht. Denn wir haben uns die Kollegen untereinander ausgetauscht, die dasselbe auch erlebt haben. Und da wussten wir genau, da mussten wir standhaft bleiben. Nicht? Und dann, ja, hat... Aber wollen wir sagen, ich habe im Prinzip keinen Nachteil gehabt durch diese Ablehnung. Aber man hat immer wieder versucht. Wir kannten einen Teil der IMs und da haben wir uns auch entsprechend verhalten, aber wir kannten nicht alle. Nicht? Es waren ja mindestens, jeder Fünfte war ja mindestens hier. Und wir waren Grenzbahnhof. To przychodziło sukcesywnie. Już coraz bardziej się zmieszało, nie tylko już w 89 roku, ale do tego roku. Coraz mniej wysyłało się z tej strony na... Tam też czy nie było komu pracować, czy jak już nie było tej produkcji takiej w LDR-ze. Już tych wagonów nie szło tyle do Rosji. Już sporadycznie coraz mniej. Węgla też szło mało, tarcice i tak ograniczali. To już tak coraz mniej. A widać, doszło to było to, że zaczęły się reorganizacje. Zlikwidowali stację w Kicu. Nie było już zawiadowców i tak dalej, resztki tylko. Tak samo po nas, po naszej stronie zaczęły się likwidować sekcje, jak to była ta duża sekcja, dzieliło się na poszczególne spółki. Pomału już od 80 któregoś roku wcześniej, 5, 6, już pomału zaczęli likwidowali przedszkola na całej dyrekcji, likwidowali stołówki kolejowe. Przecież przy kolei w Kostrzynie to zaraz przez drogę była przychodnia kolejowa. No to, tylko że widzi pani, tam była i lekarze byli,
i byli, apteka była, także do miejskiej apteki nie potrzebował iść. No wszystko i wszystkie było. Leki były za darmo. Były za darmo, a teraz nie wiem jak to jest. Wszystko się płaci i wszystko to tak się... słodo się płaci. Nie było pracy, redukowało się tych ludzi, zwalniało się, szukało się różnych metod, przenosiło gdzieś na jedne jednostki, jak były możliwe. Jak nie, to odchodzili, jakieś zasiłki dostawali specjalne takie, tam gdzieś, nie wszyscy, ale częściowo. Ale starali, część ludzi odchodziło tak z żalem, jeżeli chodziło o jakość pracy. I wymagane było, że mniejszą ilością ludzi trzeba daną pracę chociaż wykonać, zaczynają się liczyć koszty i finanse. Tyle już ludzi nie utrzyma, bo kiedyś jak było, nikt nie patrzył na koszty, to tych ludzi nie brakowało, zastępował jeden drugiego, a teraz coraz mniej. Koło 80-60 gdzieś tak, panie, dokładnie, to prawie w każdym domie to tylko kilka osób pracowało w celulozie, w zakładach papierniczych w Kostrzynie, a teraz tak w każdym domie, z każdego domu pracował na kulei. To było dużo ludzi. O tak u mnie na naszej ulicy sąsiad po sąsiadu. Ten sąsiad na kulei, ja na kulei, następny na kulei, teraz nie wiem. Bardzo mało. No, po co dużo pozwalniali. Dużo pozwalniali, a teraz po co będą ich pracować? Jak pracy nie ma, no to gdzieś szukają gdzie indziej, za granicę. U nas w Czarnowie to ziemi miał 8 hektarów ziemi, no i jeszcze pracował. Jak nie w celulozie, to na kulei, a jak się to pokończyło, no na tym pracował na rolnictwie. Jak w Kicu nic nie było, to wszystko pod Berlin podlegało. To tych zostało, było ludzi, tyle dojeżdżało, to później jak przejeżdżali samochodami, bo most był otwarty, już jak otworzyli most, no co tych przyjeżdżało? 3 ludzi było. Erst wurde eingespart drüben, auf der polnischen Seite wurde erstmal der Dolmetscher eingespart. Ich zum Beispiel, musste dann rüber. Dann bin ich 92 hier nach Kitz gekommen, habe da in der Güterabfertigung weitergearbeitet bis 94 und dann so peu à peu wurde alles immer mehr abgebaut. Auf der polnischen Seite war dann nachher bloß noch ein Zollanmelder zu Anfang und ein Wagenmeister. Und die wurden dann auch so langsam wegrationalisiert, denn zum Schluss war gar niemand, denn ganz zum Schluss war nur noch der Wagenmeister ganz alleine, der musste alles alleine machen, Papiere übergeben und. Und dann ist die Güterabfertigung, die Übergabestelle von der polnischen Seite auch eingestellt worden. Also da war dann nichts mehr. Naja, und ich bin dann von 92 bis 94 hier in Kitz noch gewesen auf dem Bahnhof. Und dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Da war dann nichts mehr hier, war dann alles zu. Ja, na sicher, das war ja überall an den Grenzbahnhöfen. Die haben ja alle auf den Straßen gefahren. Da hat ja niemand mehr die Eisenbahn gebraucht, komischerweise. Weiß ich nicht warum. Und sie hätten doch wirklich viel mehr Güter hier fahren können als auf der Straße. Wenn man das heute sieht, das ist doch alles verstopft und irgendwann kommt der Infarkt auch. Dużo pozytywnie, ale dużo i negatywnie, bo wie pani, nie było pojęcia likwidacji, pojęcie było likwidować, wszystko likwidować, zakłady, nie zakłady, to trzeba i po waszej stronie i tutaj. Jeżeli ten przemysł dawał zyski, czy rolnictwo, czy te PGR-y były i tak dalej, nie, bo trzeba zlikwidować. Moim zdaniem należało zrobić, jeżeli się zakład utrzyma, na siebie zarobi, to po co go likwidować? In dem Rahmen sind ja zunächst erst die kleinen Bahnhöfe dicht gemacht, so wie Kiez hier, nicht? Und da hat ja nur vielleicht keine Grenze mehr in dem Sinne ist. Es ist ja auch als Grenzbahnhof. Man hat ja auch schon große Bahnhöfe stillgelegt, Rangierbahnhöfe. Początkowo się czuło zmianę, że niby coś jest, a teraz to pierunko wie jak to jest. Teraz mi się wydaje, że mnie teraz gorzej jest niż przedtem. Dzisiaj by jakby to było 10 lat temu, to by inaczej człowiek myślał. Mógł coś wziąć, rozwijało się, czy bazary, czy jakieś inne. A, bo ja mam stanowisko, bo pracuję. A człowiek nie pomyślał, że dodatkowe zyski gdzieś może być. A coś oddany był sprawie. Früher wurde ihnen alles gesagt, wie gemacht wird und was gemacht wird. Und dann nachher hat aber niemand gesagt, jetzt musst du so machen oder so.
Da sind viele auch gestrandet. Ja. Ja, ja, die haben dann viele angefangen zu trinken. Frust und so, aber so direkt will ich jetzt nicht sagen. Nee. Denn viele auch Eisenbahner wurden ja denn, denen wurden ja Arbeitsstellen angeboten in den alten Bundesländern. Da blieb ihnen ja weiter nichts mehr übrig, dann sind sie rübergegangen. Und dann sind aber viele auch von da wieder zurückgekommen, weil sie da nicht einig wurden. Weil jetzt zum Beispiel, machen wir uns nicht vor, in Bayern sind die nicht klargekommen. Denn die haben sie auch nicht mit offenen Armen empfangen. Powiem pani tak, mój wnuk. Przecież chłopak, mówiłem pani, inżynier magister, jakby w tych latach przedtem miał to taką szkołę, to bym przy Gomułce w Komitecie Centralnym pracował. A teraz pracy nie ma. Bo ma... młodzi nie chcą teraz. Pojechali za granicę. Pojechali za granicę, jak nie, to ubijają się tak. Nie pracują wcale ani na gospodarstwie, ani czaja. Teraz Unia nam daje, panie. To przód Związek Radziecki dawał, a teraz Unia daje. Mamy bidaki w środku. Z tej strony, panie, Związek Radziecki dawał, a z drugiej strony Unia, a my w środku, panie.